Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Oder ich könnte auch sagen, schönen guten Abend. Es ist nämlich schon relativ spät. Ich bin gerade dabei, mir das Spiel anzugucken. Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. Halbzeitstand, wer es nicht weiß, 1:1. Gladbach ist mit einem Kopfballtreffer durch Neuhaus mit 1:0 in Führung gegangen. Und der liebe gute Gruda hat da einen rausgehauen oben in Giebel. Wunderschönes Tor. Wer es nicht gesehen hat, müsst ihr euch unbedingt angucken. Ja, wir kommen jetzt zum ersten FC Köln, der ja sich, wie wir alle wissen, in einer sehr schwierigen Lage befindet. Wir haben Sonntag dann das Topspiel um 15:30 Uhr beim Nachbarn Bayer Leverkusen. Die Leverkusener ja, die noch diese Woche unterwegs waren in Norwegen, haben das Spiel mit 2:1 gewonnen gegen Molde. Ja, wir stehen da fast vor einer unlösbaren Aufgabe, meiner Ansicht nach. Die Zahlen sprechen eindeutig für Bayer Leverkusen, aber es ist ja ein sogenanntes, ich sage ein kleines Derby, wo dann eben halt alles drin ist, aber wir haben natürlich auch wieder Verletzte zu beklagen. Man weiß nicht, was mit Martel ist. Anscheinend sicher ist, dass Waldschmidt nicht spielen kann. Meiner ist auch wieder irgendwo angeschlagen. Wie gesagt, wir haben verletzte, kranke Spieler, angeschlagene Spieler. Ja, muss Baumgart dann eventuell ein bisschen würfeln und ich bin sehr, sehr gespannt auf die taktische Ausrichtung Sonntag gegen Leverkusen. Wir dürfen jetzt auch nicht meinen, die Leverkusen hätten unheimlich viel Kraft gelassen in Norwegen, denn mehr oder weniger sind viele Spieler erst spät eingewechselt worden, 70. 80. Minute, Stammspieler wie Hoffmann, Grimaldo, Boniface oder auch Wirtz. Und ja, wie gesagt, die Leverkusener konnten das Spiel mit 2:1 gewinnen, haben aber dann hinten raus auch nicht mehr viel was machen müssen. Das Anschlusstor der Norweger fiel ziemlich spät. Ich bin jetzt auf Sonntag richtig gespannt. Ich rechne mir da keine großen Chancen aus. Was dann natürlich wichtig ist, die Länderspielpause vernünftig nutzen und dann gegen Gladbach volles Rohr 3 Punkte holen. Alles andere als eine Niederlage wäre für mich Sonntag überraschend, aber wie gesagt, die Hoffnung gibt man ja nie auf. Deswegen will ich euch gleich mal meine Bundesliga-Tipps verraten. Der BVB gegen Union Berlin. Ja, mein Tipp ist 2:0. Die Dortmunder haben ja auch noch der Woche noch in der Champions League gespielt. Leider nur 0:0 gegen Mailand. Aber nun, ob der Punkt viel was bringt, sei dahingestellt. RB Leipzig gegen Bochum, mein Tipp 4:1. Die Leipzig auch unterwegs gewesen, beziehungsweise zu Hause gegen Man City mit 3:1 verloren. Augsburg erwartet Darmstadt 98, den Aufsteiger, mein Tipp 3:1. Stuttgart gegen Wolfsburg, mein Tipp 2:2. Das Topspiel, Samstag dann abends, Bremen gegen Hoffenheim, mein Tipp 1:1. Dann haben wir Sonntag, die Bayern erwarten Freiburg. Die Bayern ja auch mit einem glücklichen Sieg in Kopenhagen in der Champions League. Freiburg ja mit einer Niederlage im West Ham United mit 1:2. Mein Tipp, Bayern wird das Spiel mit 3:2 gewinnen. Und dann haben wir noch Frankfurt gegen Heidenheim 4:1. Die Frankfurter ja auch unglücklich verloren in Paunak, Saloniki in Griechenland. Aber ja, ich denke mal, gegen Heidenheim müssten sie eigentlich das Spiel gewinnen. Und ja, kommt uns dann natürlich auch eventuell entgegen, weil Heidenheim doch dann auch eher eine Mannschaft ist, die gegen den Abstieg spielen wird. So, jetzt haben wir natürlich viele Verletzte. Ich hatte das bereits im letzten Video erwähnt. Und auch wahrscheinlich Dietz werden in der U21 spielen. Die U21 spielt morgen, glaube ich, um 18 Uhr gegen Vegberg Beek. Und dann müssen die Jungs eben halt Spielpraxis sammeln. Und dann haben wir irgendwo noch 2 Wochen Zeit, dass die Jungs wieder dran kommen und ja, langsam wieder in Form kommen. Was mit Martel ist, das ist auch noch alles in der Schwebe. War zwar im Training und mit Meiner weiß man auch nichts genaues. Er hat das Training abgebrochen. Angeblich ist Odesen wieder weit hergestellt. Ob er jetzt nun ein Mann ist für die Startaufstellung, wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, ich hatte es erwähnt, Waldschmidt fällt aus und Benno Schmitz auch noch.
Er gibt dann natürlich, sollte Baumgart nichts Überraschendes machen, mit einer Viererkette, mit Carstensen, Hübers, Chapuis und Paccarada. Es sei denn, Baumgart lässt sich irgendwas anderes noch einfallen, irgendwo, dass eventuell Heinz zum Einsatz kommt. Wir haben auch noch als Alternativen Limnios oder auch Damien Downs oder eventuell sogar Finn Greve, denn Selke wird in der Spitze spielen und wie es drumherum aussieht, kann ich schlecht beurteilen. Ich denke mal, Kainz wird wieder über den linken Flügel kommen. Ist wahrscheinlich das Beste. Vielleicht spielt Kainz auch zentral und er bringt überraschenderweise irgendwo Limnios oder Finngräve. Also, wie gesagt, es ist nicht mehr viel, was übrig an Spielern, beziehungsweise an gesunden Spielern. Und ja, ich denke mal, oder ich würde es empfehlen, ich würde Hüseyin Basic auf Xhaka stellen. Würde ich sagen, Junge, mach den Xhaka nur zu, lass ihn nicht irgendwo das Tempo bestimmen, nimm ihn aus dem Spiel. Das wäre, ja, damit wäre uns viel geholfen, ist meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht spielt er auch mit zwei oder mit drei Sechsern. Ich bin gespannt, er muss natürlich auch damit leben, was er hat an Spielern. Auch völlig logisch. So, die U19 ist im Achtelfinale. Gegner von Schalke 04 ist die Neuauflage vom letzten Jahr, was die Kölner dann natürlich gewonnen haben. Und ja, in der Serie ist man sich auch schon einmal begegnet, diese Serie. Das Spiel endete dann 1:1. Und die Damen sind dann, glaube ich, morgen um 12 Uhr mittags Gastgeber von den Duisburger Damen. Ja, und was jetzt auch aktuell ist, ihr wisst alle, wir haben das losgezogen nach Kaiserslautern. Das Spiel wird dann am 31.10., das ist ein Dienstag, abends im ZDF um 20:45 Uhr ist Anpfiff live gezeigt. Ja, mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, gerade in der Phase, wo wir uns befinden. Aber vielleicht haben wir uns in den 2, 3 Wochen auch gut erholt, dass wir am Betzenberg, die heute Abend auch wieder das Spiel mit 3:1 gewonnen haben, bestehen können. Ja, es hilft jetzt eigentlich nur, ja, Durchhalteparolen ist auch so ein Wort mit so einem negativen Touch. Wir wollen das Beste hoffen und ja, Freistöße vermeiden. Grimaldi ist ein ganz gefährlicher Schütze. Boniface, wo man eigentlich musst du mehr oder weniger auf jeden Leverkusener achten. Wir haben wirklich eine gute Truppe, wo einer weiß, was der andere macht und stehen nicht umsonst noch auf Platz 1. Und wie gesagt, alles andere für mich als eine Niederlage wäre überraschend. Mein Tipp ist ein 3:0 und ihr könnt gerne mal eure Tipps abgeben, wäre ich gespannt. Man kann eben halt nur hoffen, dass man sich auch irgendwo jetzt da durchschleift, dass die anderen Mitkonkurrenten um Abstieg nicht gar so viele Punkte enteilen, denn jeder ruft sich nochmals ins Gedächtnis 2017, 18, wo wir dann auch nach 6 Spielen ein Pünktchen hatten. Aber das ist auch schlecht zu vergleichen. Erstmal ist es 5 Jahre her und zweitens machen wir qualitätsmäßig auch eine ganz andere Mannschaft und ja, so wie das aussieht, ist der Trainer und die Spieler auch nur eins. Und das ist ganz wichtig, auch vom Vorstand her, dass da nicht nur irgendwelche Keile reingetrieben werden. Das können wir nämlich nicht gebrauchen. Alles andere als Ruhe wäre nicht gerade säglich für den Kampf um, das muss man so ganz klar sagen, um den Abstieg, den wir unbedingt vermeiden wollen. Und vielleicht, die Hoffnung besteht ja immer, kann man da irgendwo was holen in Leverkusen? Ich sage immer, wir haben keine Chance und das ist unsere Chance. Und eventuell unterschätzen die Leverkusener uns ein wenig. Und außerdem ist es, auch wenn es nur ein kleines Derby ist, eben halt ein Derby, wo immer gewisse Überraschungen drin liegen. Wir haben es vorher sehr gesehen, wo wir auch in Leverkusen gewinnen konnten. Dieses Mal wäre ich mit einem Punkt sehr, sehr glücklich. Und ja, was ich noch nicht verhehlen wollte, mein Tipp Gladbach gegen Mainz war 0:1. Leider ist der schon wieder in der Hose, denn zur Halbzeit steht sie schon 1:1. Und ja, ihr könnt das gerne kommentieren. Wie schätzt ihr denn die ganze Situation vom FC ein? Sollte man, wenn überhaupt möglich, was meiner Meinung nach
durchaus möglich ist, dass man Freispruch bekommt von der Kass, dass man im Winter nochmal nachrüstet. Und dann ist es auch egal, ob einer 1, 2 oder 3 Millionen kostet, wenn man sich da sicher ist. Der Mann, der kann dir sofort weiterhelfen. Wie gesagt, wir haben auf der 6 Probleme, wir haben im Sturm Probleme. Hinten stehen wir nicht mehr so sicher, wie das vorige Serie war. Hübers hat einige Stockis drauf. Meiners Pässe kommen nicht mehr an. Die Torgefahr aus der zweiten Reihe fehlt gänzlich. Auch ein defensiver Mittelfeldspieler oder gar ein offensiver Mittelfeldspieler muss mal ein Tor machen, sonst kannst du dich da nicht retten. Auch ein Kopfballtor von Hübers oder Chapeau. Irgendwie geht uns da die Torgefahr total ab. Ja, dann wünsche ich euch jetzt gerade viel Spaß noch bei der zweiten Halbzeit. Gladbach gegen Mainz. Mit dem Unentschieden von den beiden Mannschaften könnte ich leben. Dann haben die Mainzer auch nur 2 Punkte und Gladbach ist auch noch nicht so weit enteilt. Das können wir dann in dem Heimspiel gegen Gladbach alles wieder. Da können wir zumindest einiges gerade rücken. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß morgen bei der Fußball-Bundesliga und ja, dann natürlich Sonntag bei den Pillen, wo wir dann zu Gast sind und unbedingt ein Pünktchen ergattern müssen. Wie gesagt, trotz alledem, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und vor allen Dingen bleibt gesund, denn das ist das Allerwichtigste. Tschüss, euer Olli. Ciao.